Hallo Leute, willkommen zum zweiten Video hier. So wie es wahrscheinlich nennen werde, Mythos Jack the Ripper hier, die angeblichen Bekennerbriefe, die, also über den Diabolsbrief habe ich jetzt das erste Video gemacht. Hier jetzt der zweite Brief hier, die Susie Jackie Postkarte. Mir ist aber jetzt ein Fehler passiert, also beziehungsweise mir ist nicht ein Fehler passiert, aber ich habe es hinterher erst leider gemerkt, meine Kamera ist nach unten gerutscht, also hier, wo ich hier mein Monitor hier abgefilmt habe, während ich gesprochen habe. Also ich habe es jetzt noch mal ein bisschen korrigiert. Ich hoffe, jetzt rutscht nicht wieder runter, weil ich habe ja die Dokumente auch eingeblendet, während ich was erzählt habe. Also es war wahrscheinlich nur im Video davor die Hälfte zu sehen. Es war nicht so schlimm, weil ich habe es ja trotzdem beschrieben. Nur ich kann jetzt nicht das andere Video noch mal von vorne machen. Jetzt mit der neu ausgerichteten Kamera, da habe ich ja einiges erzählt. Also hier, wie gesagt, so ist die Jackie Postkarte. Ich habe sie mal als saftiger oder soßiger Jack beschrieben, so wie ich es verstehe, die Übersetzung. Hier wird es als der freche Jackie oder der freche Jack betitelt, also hier in dieser Übersetzung. So hat die ausgesehen, also hier die Vorderseite, Sekunde. Also wie sagt man, hier an wen es gesendet wurde, also hier so ein Stück Pappe, hier wahrscheinlich geknickt oder es wurde später geknickt, hier Postkarte. Also sprich, es wurde jetzt gefaltet versendet oder es wurde gefaltet zugestellt, also hier, dass es in der Mitte wie geknickt ist. Hier ist der Stempel aus dem Jahr 1888, hier ist an wen es geschickt worden ist, hier Central News Office. Dunder City EC, keine Ahnung, da sollen angeblich Fingerabdrücke sein, also sprich hier mit Blut hier. Also hier angeblich von Jack drüber. Und das ist dann, wie sagt man, der eigentliche Text, also sprich auf der anderen Seite, wo kein Poststempel drauf ist, obwohl hier auch sowas wie ein Poststempel anscheinend ist. Und hier unterscheidet sich halt von dem Brief davor, von dem sogenannten Diabolsbrief, und unterscheidet sich schon die Handschrift, sprich, entweder halt hier, wenn es alles derselbe Fälscher ist, entweder halt hier jemand versucht mit Absicht seine Handschrift anders wirken zu lassen, also halt mit Absicht seine Handschrift verstellt, also mit Absicht anders geschrieben, als er in dem Brief davor geschrieben hat, wenn es der gleiche Fälscher war. Oder sind wirklich zwei unterschiedliche Fälscher. Also dieser Brief hier, beziehungsweise diese Postkarte und der Brief davor. Und wie gesagt, Fingerabdrücke waren ja damals noch nicht bekannt. Obwohl eigentlich schon auch das Thema Fingerabdrücke bereits vorher schon von einigen Leuten, die versucht haben, der Polizei ihre Arbeit zu erleichtern, der Polizei nahegebracht worden sind, aber die Polizei hat das Thema Fingerabdrücke damals noch nicht ernst genommen. Also im Grunde hätten diese Fingerabdrücke hier gar nichts genützt, also hier mit Blut angeblich hier vom potenziellen Täter, weil die hatten ja keine Vergleichsfingerabdrücke. Würden heute etwas bringen, wenn späteren Verdächtigen, die man als Jack the Ripper vermutet hat, auch Fingerabdrücke abgenommen worden wären hier, dass man diese Fingerabdrücke mit von irgendwelchen Jack the Ripper Verdächtigen vergleichen könnte, aber selbst das ist nicht möglich. Gut. Also die Susie Jackie Postkarte, wie gesagt, ich verstehe es als saftiger Jack oder susiger Jack oder blutiger Jack. Hier wird es angeblich der freche Jack. Also Sausi. Sausi Jackie Postkarte. Die Postkarte Sausi Jackie ist der Name einer Postkarte, die bei der Central News Agency, also höchstwahrscheinlich Polizeirevier, also nicht an die Presse geschickt, sondern direkt an die Polizei, einging und am 1. Oktober 1888 abgestempelt war. Der Autor der Postkarte behauptet, der unbekannte Serienmörder Jack the Ripper zu sein.
da Scotland Yard die Presse und andere so viele Falschbriefe erhielten, also sprich Fälschung, ist nicht bekannt, ob es sich um einen authentischen Brief des Whitechapel-Mörders handelte. Punkt. Die Postkarte enthielt jedoch Informationen, die als überzeugend genug erachtet wurden, um die Ermittler dazu zu bewegen, ein Faksimile des Briefes, also dieser Postkarte, zu veröffentlichen, also sprich eine Kopie. Also entweder in Form eines Fotos, sowohl Vorder- und Rückseite. Oder man hat es hier, wie was heute auch möglich ist oder später möglich war, mit Blaupapier abkopiert, also Blaupapier drunter gelegt, auf ein leeres Blatt, diese Postkarte draufgelegt, abgezeichnet, also dass es sich vom Blaupapier durchdrückt, wenn es das damals schon gegeben hat, oder Kohlepapier in dem Fall, also statt Blaupapier Kohlepapier, oder man konnte wirklich Kopien bereits erstellen von Schriftstücken. Also Faksimile. Ja, ich muss das nochmal vorlesen. Also ich habe mich jetzt selber wieder rausgebracht. Die Postkarte enthielt jedoch Informationen, die als überzeugend genug erachtet wurden, um die Ermittler dazu zu bewegen, ein Faksimile des Briefes zu veröffentlichen, in der Hoffnung, dass jemand die Handschrift erkennen könnte. Der Text, die am 1. Oktober 1888 abgestempelte und empfangene Postkarte erwähnt, dass die beiden am 30. September getöteten Opfer sehr nah beieinander getötet wurden, und schreibt diesmal ein doppeltes Ereignis, also auch schon mal seltsam. Im ersten Brief, in dem sogenannten Dear Postbrief oder Lieber Postbrief, verwendet Jack the Ripper, wenn es wirklich von ihm stammt, das Dokument, dieser Brief, dieser Bekennerbrief, den Spitznamen Jack the Ripper, und die Presse und die Polizei übernimmt den hier. Sprich, Jack the Ripper, wenn auch die Postkarte von ihm ist, also keine Fälschung wäre, hier, dass er einen Doppelmord begangen hat, spricht er von dem Doppelmord als Doppelereignis, und auch dieser Begriff ist bis heute übernommen worden, also sprich, hat sich eingebürgert. Also es würde heißen, Jack the Ripper hat sich selber den Spitznamen gegeben, nicht die Polizei, nicht die Presse, laut Legende. Und Jack the Ripper hat dieses Doppelmord, also sein drittes und sein viertes Opfer von den kanonischen fünf, von fünf Opfern, die definitiv hinzugeschrieben werden, hat diesen Doppelmord Doppelereignis genannt, Doppel-Event. Und dieser Begriff wird auch bis heute verwendet. Also es kommt mir sehr, sehr spanisch vor, dass ein Täter hier in dem Fall, wie sagt man, sich selber einen Namen gibt, der dann auch von der Polizei und der Presse übernommen wird, und auch hier diese Doppelmorde so nennt, Doppel-Event, doppeltes Ereignis. Und auch das wird von Polizei und Presse so übernommen. Weil die anderen waren ja, wie sagt man, einzelne Opfer, also einzelne Morde in einer Nacht. Das hier waren ja zwei Frauen mit knapp einer Stunde Zeit dazwischen. Das waren ja zwei Frauen auch in einer Nacht, also zwei Opfer in einer gleichen Nacht. Mord Nummer 3 und Mord Nummer 4. Aber wie gesagt, mir kommt es seltsam vor, dass hier der Täter irgendwelche Begriffe verwendet, und die werden dann unkritisch und wie sagt man, ohne weiter drüber nachzudenken, einfach so von der Polizei oder von der Presse übernommen. Also, das spricht in meinen Augen auch dafür, dass hier eindeutig eine Fälschung vorliegt. Warum auch die Presse dann sofort das übernommen hat, unkritisch. Also sprich, derjenige war auch ein Reporter hier, der das geschrieben hat. Oder irgendjemand anders, der mit der Presse unmittelbar zusammengearbeitet hat. Es ist ja auch bekannt, dass auch die Presse versucht hat, also sprich Reporter, Polizist zu bestechen, in der Hoffnung, dass sie da Informationen erfahren, von denen sie geglaubt haben, dass die Polizei die zurückhält. Insider-Details und so weiter, also auch zu den vorgefundenen Leichen dann, also zu Befunden, die an den Leichen festgestellt worden sind, dass Pressevertreter, also sprich Journalisten, Polizisten bestochen haben, um da in Informationen reinzukommen, die die Polizei möglicherweise nicht unbedingt allgemein weitergegeben hat, also diese mehr oder weniger für sich behalten hat, wie halt solche Details hier, wie es wurde dann wirklich in Ohren reingeschnitten oder Teile sogar von Ohren abgeschnitten, was vorher in irgendwelchen
Dokumenten angekündigt worden ist. Das habe ich mir wieder rausgebracht, entschuldigt, die am 1. Oktober 1888 abgestempelte und empfangene Postkarte erwähnt, dass die beiden am 30. September getöteten Opfer sehr nah beieinander getötet wurden und schreibt diesmal ein doppeltes Ereignis oder this time a double event, also auf Englisch. Also der Begriff double event, also Doppelereignis, wird bis heute verwendet. Elizabeth Wright und Catherine Eddowes, also Opfer Nummer 3 und Opfer Nummer 4 von den kanonischen 5, wurden beide am frühen Morgen des 30. September getötet. Und ein Teil von Eddowes Ohr, also was er vorher in dem ersten Brief in den Dear Boss Letter angekündigt hat, wurde am Tatort abgetrennt. Soweit ich weiß, wurde aber nur in das Ohr reingeschnitten und nicht, dass wirklich ein Stück abgeschnitten worden ist, wie er es vorher behauptet hat. Da hat er ja geschrieben, er würde die Ohren ganz abschneiden oder ein Ohr ganz abschneiden. Hier wird ja jetzt gesagt, es wurde nur ein Teil vom Ohr abgetrennt. Also mir kommt das so vor, als ob da wirklich nur ein dummer Zufall vorliegt. Als Folge der Gesichtsverstümmelung, also sprich, der hat gerade mit Absicht in das Ohr reingeschnitten oder ein Ohr, ein Teil davon abgeschnitten, die der Mörder vorgenommen hatte. Also er hat wahllos Messer, Skalpell, keine Ahnung, was er nun genau als Zeitwaffe jetzt verwendet hat. Gibt es ja auch unterschiedliche Theorien, also ob er mehrere Stichwaffen, also sprich Messer und Skalpelle und so weiter verwendet hat. Oder ob er immer nur das gleiche Tatwerkzeug verwendet hat, also sprich nur eine Tatwaffe. Er hat höchstwahrscheinlich, wie auch bei dem letzten Opfer, was dann extrem verstümmelt war, also hier Mary Jane Kelly, wahllos ins Gesicht reingeschnitten, also drauf eingehackt. Das war ja größtenteils dunkel, wo diese Morde begangen worden sind, also im Freien draußen, nachts. Und da kann sein, er hat das Ohr getroffen, also sprich, entweder hat er auch gleichzeitig gegen den Kopf geschlagen oder der Kopf ist durch diese Verstümmelung auf eine Seite, wie sagt man, hat sich gedreht. Also, dass sein Ohr plötzlich nicht mehr aufs Gesicht, wo er drauf gezielt hat, nicht mehr aufs Gesicht vor dem Messer war oder unter dem Messer oder unter dem Skalpell, sondern dann halt die Seite vom Kopf, also sprich, er wollte eigentlich ins Gesicht schneiden, hat den Ohr plötzlich ins Ohr reingeschnitten, also er konnte schlecht das erkennen, wenn es relativ dunkel war. Also mir kommt das nicht so vor, als ob das mit Absicht so gewesen ist. Also hier, was er vorher angekündigt hat, dass da wirklich ein Teil vom Ohr abgetrennt und möglicherweise auch nicht mehr zu finden war. Also dieses Teil, was da abgetrennt worden ist. Einige Autoren haben argumentiert, dass der Brief verschickt wurde, bevor die Morde veröffentlicht wurden, was es unwahrscheinlich macht, dass ein Betrüger über derartige Kenntnisse des Verbrechens verfügte, also sprich, man hat versucht, den Brief echt erscheinen zu lassen, also es muss vom Mörder stammen. Er hat es angekündigt, er hat es auch wahr gemacht, also was ich jetzt gerade beschrieben habe. Hier, beim nächsten Mal schneide ich beide Ohren der meinen zukünftigen Opfer ab oder zumindest ein Ohr, was aber hier nicht der Fall war, es war nur ein Teil vom Ohr, von einem Ohr. Was es so möglich machen würde, also hier, wenn das stimmt, dass der Brief vorher abgeschickt worden ist, dass ein Betrüger über derartige Kenntnisse des Verbrechens verfügte, aber der Brief wurde mehr als 24 Stunden nach den Morden abgestempelt. Lange nachdem Journalisten und Anwohner der Gegend viele Einzelheiten bekannt waren. Also wie ich vorhin erzählte, teilweise haben Journalisten Polizisten bestochen, um an Informationen reinzukommen. Teilweise waren die Informationen ohnehin bereits bekannt. Der Text der Postkarte lautet: Ich habe nicht geschafft, lieber alter Boss, also in Anspielung auf diesen ersten Brief, dir Boss, als ich dir den Tipp gab. Du wirst morgen von Susie Jackies Arbeit hören. Double Ereignis, also Double Event. Diesmal hat Nummer 1 ein bisschen gequiekt, also sprich, sie konnte noch schreien oder um Hilfe rufen. Und ich konnte nicht gleich fertig werden, also warum Elizabeth Wright nur die Kehle durchgeschnitten worden ist. Warum Elizabeth Wright, also Opfer Nummer 3, von den sogenannten kanonischen 5 manchmal auch nicht als Ripper-Opfer mitgerechnet wird, weil die hat er wirklich in dem Sinne nicht extrem verstümmelt. Kann aber auch sein, wie vermutet wird, er wurde unterbrochen, also sprich, er konnte sie nicht weiter verstümmeln nach dem Schnitt durch die Kehle. Hatte keine Zeit, also hier
schreibt er dann weiter, der potenzielle Täter, also auf dieser Postkarte, hatte keine Zeit, mir die Ohren für die Polizei zu stopfen, also sprich beide Ohren abzuschneiden. Und zu stopfen wird wahrscheinlich, damit es gemeint, also einzustecken, also später woanders zu hinterlassen oder halt als Päckchen hier wie die Niere später beim anderen Opfer eine halbe Niere an die Polizei zu schicken. Danke, dass du den letzten Brief aufgehoben hast, bis ich wieder zur Arbeit musste. Check darüber. Also wie gesagt, mir kommt das gefälscht vor, also sprich inszeniert vor. Spätere Enthüllung. Polizeibeamte behaupteten später, einen bestimmten Journalisten als Autor dieser Postkarte und des früheren Diabos-Briefes identifiziert zu haben. Hier im Video davor habe ich es bereits erwähnt, also der hat es angeblich selber dann später zugegeben, im Jahre 1931. Behauptete der Journalist Fred Best von The Star, also von der Zeitung The Star, er und ein Kollege bei der Zeitung hätten alle mit Check the Ripper unterzeichneten Briefe geschrieben, um das Geschäft am Leben zu halten, also sprich, um mehr Zeitungen zu verkaufen. Weil die Öffentlichkeit war ja hier geil auf Neuigkeiten. Also einerseits aus Angst, andererseits aus Faszination. Und es war ja, es hat sich ja gelohnt, solche Dokumente, also solche angeblichen Bekennerbriefe oder Bekennerschreiben zu fälschen. In den Jahren nach den Rippermorden verschwand die, also genau wie der Brief davor, verschwand die, so ist die Jackie-Postkarte aus den Polizeiakten, obwohl der Diabos-Brief 1987 wiedergefunden wurde, fehlt die Sozi-Check-Postkarte immer noch. Also die Bilder da oben, die ich am Anfang vom Video gezeigt habe, sind nur wahrscheinlich Bilder von diesen Faksimile, also von diesen Kopien, die gemacht worden sind. Im Jahre 2018 ergab eine forensische linguistische Analyse starke linguistische Beweise dafür, dass die Postkarte und der Diabos-Brief von derselben Person geschrieben wurden. Also sprich, es könnte dann wirklich sein, dass der Mörder zwei Dokumente geschrieben hat. Oder, was naheliegender ist, was offensichtlicher ist, dass derselbe Fälscher zwei verschiedene Dokumente geschrieben hat. Wie gesagt, hier unterscheidet sich die Handschrift. Also hier in dieser sogenannten Sozi-Checky-Postkarte. Sozi-ger Check, saftiger Check. Von dem ersten Brief hier. Also hier sieht die Handschrift anders aus, kann aber auch daran liegen, das war eine Postkarte, also sprich keine A4-Seite, also er hat weniger Platz gehabt. Also er musste sich beschränken vom Text und auch natürlich gezwungenermaßen mit weniger Platz auskommen, also er musste gezwungenermaßen kleiner schreiben. Dann schreibt man automatisch wahrscheinlich etwas anders, wenn man relativ auf kleinen Raum schreibt, also auf kleinen Platz schreibt, als vorher, wo er eine komplette Seite, also sprich eine A4-Größe von der Seite zur Verfügung hatte. Zu beschreiben. Kann aber auch sein, er hat diese Postkarte irgendwo direkt auf der Post geschrieben, also schnell irgendwo hingekritzelt, also sprich im Stehen, an irgendeinem Tresen oder irgendwas. Weil damals war es nicht üblich, dass man Postkarten daheim ausgefüllt hat, also daheim geschrieben hat oder Briefe. Also natürlich hat man Briefe daheim geschrieben, aber wie gesagt, Postkarten hat man in der Regel nicht daheim liegen gehabt, also Schreibunterlagen, um eine Postkarte zu erstellen. Die hat man erst gekauft auf der Post, entweder gleich die Frankierung bezahlt, also die Worte gleich einem gestempelt übergeben. Und man hat dann schnell hier was drauf gekritzelt und hat es dann gleich wieder am Schalter abgegeben, also damit es auch befördert wird, also sprich abgesendet wird. So war damals das üblich. Warum auch hier angebliche Genanalysen, also DNA-Material, nichts bringen würde, was hinterher auch auf Bekennerschreiben, auf angeblichen Bekennerschreiben, auf der Rückseite von der Briefmarke, also sprich auf der gummierten Rückseite von der Briefmarke, identifiziert wurde, also gefunden wurde, weil das muss nicht automatisch von einem Täter stammen, also sprich in dem Fall, wenn Jack the Ripper wirklich ein Mann war, sondern das kann auch von jemandem, von der Post, von einem Mitarbeiter von der Post, stammen, dieses Genmaterial, dieses DNA-Material. Möglicherweise dann von einer Frau. Also dadurch kam ja auch die Theorie auf, dass Jack the Ripper möglicherweise eine Frau gewesen ist, auch weil nie nach der Frau gefeindet wurde, dass es eine Frau viel leichter gehabt hätte, diese Morde zu begehen. Also sprich dann in dem Fall als Mann wahrscheinlich verkleidet zu begehen, weil die Prostituierten wären dann nicht einfach so mit einer Frau mitgegangen. Also was auch ungewöhnlich ist, also
dass die Prostituierten trotzdem mit einer Frau mitgegangen wären, also die sich nur als Mann verkleidet. Normalerweise merkt man das als Frau ja eigentlich schneller, dass eine Frau sich nur verkleidet hat, wenn sie einen als Mann verkleidet anspricht. Oder wie gesagt, es war eine Postmitarbeiterin, also sprich eine Postangestellte, also eine Frau, dieses DNA-Material. Also das beweist gar nichts. Also es war eine mitochondriale DNA, also mütterlicherseits, also sprich weibliche DNA. Und die kommt, wie sagt man, in hunderttausenden Fällen vor, mitochondriale DNA. Damit kann man überhaupt niemanden eindeutig festnageln. Also sprich, selbst wenn man DNA-Vergleichsmaterial hätte von einem potenziellen Verdächtigen, also sprich von einem Mann. Also das ist alles nur Wunschdenken. Damit irgendwo hier einen Täter zu überführen mit DNA-Material. In dem Fall war es weibliches DNA-Material, also mitochondriale DNA, also mütterlicherseits. Gut, also ich habe es ja im Video davor gesagt, das hier wird natürlich kürzer. Ich habe jetzt auch nicht großartig eine Einleitung gemacht. Vorher musste ich ja mehr erklären. Mal gucken, wie groß es ist. Also hier diese Aufnahme. Ja, es geht. Gut. Also das war jetzt Bekennerschreiben Nummer 2, die sogenannte Sozi-Check oder saftiger Sozika-Check Postkarte. Hier inklusive Fingerabdrücke, aber haben nichts genützt, weil es lagen ja keine Fingerabdrücke vor, womit wir diese Fingerabdrücke hätten hier vergleichen können. Kommt mir aber auch spanisch vor. Also ich glaube, er, der hat diese Postkarte gekauft, also bereits gestempelt, frankiert. Hier hat die dann wirklich irgendwo nicht auf der Post ausgefüllt, also sprich, dass hier überall Fingerabdrücke sind, also seine Hände waren angeblich blutig. Es sei denn, er hat es fingiert, also die Hand mit Absicht in rote Tinte, die Finger in rote Tinte eingetaucht und hier mit Absicht drauf gedrückt, also damit es so aussieht, dass er angeblich unbeabsichtigt Fingerabdrücke hinterlassen hätte. Ich zeige nochmal das andere Sekunde. Hier die Vorderseite von der Postkarte, also die eigentliche frankierte Seite. Ja, ebenfalls mit Fingerabdrücken. Also jetzt wahrscheinlich hat er die Postkarte doch so gekauft hier. Hier mit, ich sag mal, bereits gestempelt, also bereits frankiert. Und vielleicht gab es dann doch Briefkästen. Und hat sie dann dort in einen Briefkasten eingeworfen. Also hat sie nicht einem Postmitarbeiter übergeben, dass dem Postmitarbeiter hier diese Blutflecken, hier diese Fingerabdrücke blutig, wenn das wirklich Blut sein soll, nicht verdächtig vorgekommen wären. Oder hat sie wirklich selber persönlich dort eingeworfen, oder es ist halt von dem Fälscher, also sprich, es wurde nur eine leere, frankierte, also hier gestempelte Postkarte gekauft. Und es wurde dann behauptet, die ist per Post eingegangen. Also in Wahrheit hat diese Person die direkt unmittelbar da möglicherweise selber abgeworfen oder eingeworfen oder hat halt hier behauptet, er hat sie an dem Tag empfangen. Also sprich, der Fälscher. Ich halte, wie gesagt, das hier, genau wie die anderen angeblichen Jack the Ripper, schreiben alles für Fälschung. Aus naheliegenden Gründen. Gut. So viel zur Bekennerschreiben Nummer 2, also sprich hier Sozi Jackie Postkarte. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.